Sprache, Gestik, Mimik, Zuhören. Wenn das nicht richtig funktioniert, wird es schnell einsam um uns. Wir können uns nicht mehr verständigen und verlieren schnell den Anschluss. Wir als Logopäden helfen solchen Menschen und geben ihnen ein Stück Lebensqualität zurück. Als Logopäde brauchst du Empathie und Geduld. Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse. Darauf muss man sich einlassen können. Dazu gehört auch körperliche Nähe. Mein Name ist Angelina Schilling. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Thüringen. Ich bin durch ein Schülerpraktikum auf die Logopädie-Ausbildung aufmerksam geworden. Eigentlich wollte ich nach meinem Realschulabschluss erst ein Fachabitur machen, habe mich dann aber doch für die Ausbildung bei den WBS-Schulen entschieden. Hier fühle ich mich wirklich geschätzt und gefördert. Am besten gefällt mir die familiäre Atmosphäre. Wir lernen viel in den 3 Jahren Ausbildung. Angefangen von den Grundlagen der Logopädie über Neurologie bis hin zu Sprach- und Sprechstörungen. Wir machen Rollenspiele, trainieren Gestik und Mimik, führen Anamnesegespräche durch und lernen viel über unsere eigene Wahrnehmung. Reimen, Silbenklatschen, Geräuschememory – all das gehört dazu. Finanziell komme ich gut über die Runden, ich wohne noch bei meinen Eltern und Schulgeld muss ich keins bezahlen. Nach meiner Ausbildung könnte ich mir vieles vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, in einer Praxis zu arbeiten. Ein Reha oder ein großes Klinikum klingen aber auch sehr spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, später meine eigene Praxis aufzumachen oder zu studieren, um selbst zu unterrichten. Was auch immer kommt, ich fühle mich super darauf vorbereitet, dank der WBS-Schule.